Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen zum Sprechplanet, Ausgabe Nummer 310. Eine denkwürdige Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn wir haben gleich Fritz Egner hier am Telefon. Absolute Fernseh- und Radiolegende, ein Mensch, wo ich sagen würde, ja doch, da kann man sagen, mit dem bin ich aufgewachsen, den habe ich wirklich oft gesehen. Auch nach 309 Folgen Sprechplanet und knapp 400 Interviews überhaupt ist das heute ein Gespräch, ja, wo ich sagen würde, da bin ich zumindest mal sehr, sehr gespannt und sehr erfreut, dass das heute stattfindet, aufgeregt vielleicht auch ein bisschen. Mal gucken, ich habe auf jeden Fall festgestellt, bei der Vorbereitung auf das Interview gleich, dass es sowas, was ich jetzt mit ihm vorhabe, im Prinzip noch gar nicht gibt. Und dass ein ausführliches Gespräch über seine Karriere, ja, in der Art, wie ich das hier plane und gleich durchführen werde, man im Prinzip nirgendwo anders finden kann, als hier beim Sprechplanet. Viel Spaß damit. Ja, da bin ich wieder und jetzt freue ich mich sehr. Eine große Ehre. Fritz Egner ist hier live am Telefon. Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Ich habe es Ihnen eben schon gesagt, für mich sind Sie, na gut, als Mitte der 80er Jahre geborenes Kind, eine Fernsehlegende. Dabei sind Sie eigentlich noch viel mehr eine Radiolegende. Ne? Wie ist dieses Interesse damals für Sie entstanden? War das immer der Weg oder gab es auch einen Plan B? Es gab natürlich einen Plan B, aber der war nicht wirklich ernst gemeint. Ich war im Grunde von Kindheit an schon sehr stark an Radio interessiert, fand es faszinierend, was die da mit den Hörern teilen können, ihre privatesten Musikleidenschaften sozusagen. Und das hat mich immer schon sehr begeistert, allerdings mehr das amerikanische als das deutsche Radio. Denn dort, wo ich aufgewachsen bin in München, gab es AFN, das war der American Forces Network, und die spielt nicht nur die Musik, die mir unglaublich gut gefallen hat, sondern eine ganz große Bandbreite auch an Musik, sondern auch die Präsentation war einfach überzeugender und leidenschaftlicher. Mhm. Und das hat mich sehr stark hineingezogen und das wollte ich eigentlich immer werden. Also konnten Sie auch relativ früh als frühester Ihrer Klassenkameraden Englisch? Naja, so habe ich zumindest getan. Es war natürlich nicht besonders gutes Englisch. Ich habe nicht wirklich verstanden, die Inhalte. Mhm. Aber man hat, ohne es wirklich wortwörtlich verstehen zu müssen, auch einfach erkannt, dass die einen großen Spaß an ihrer Arbeit haben. Und das war eigentlich das Wesentliche daran. Und vor allem, dass sie mit einer, ja, mit so einem besonderen Druck auch die Musik verkauft haben, als wäre es ihnen gerade im Moment das Wichtigste. Und das klang überzeugend, auch nicht gestelzt oder gespielt, sondern es klang wirklich sehr, sehr authentisch. Mhm. Und das war das Überzeugende eigentlich. Die Inhalte habe ich nicht wirklich verstanden damals. Mhm. Stimmt es denn, dass Sie relativ zufällig dort dann auch dahin gekommen sind? Also bei Wikipedia steht, dass Sie relativ zufällig entdeckt wurden, als Sie kurzfristig eingesprungen sind, dort beim Sender aber auch quasi als Fan zum Mitarbeiter geworden. Ja, so war es. Ich habe gehört, wie ein Moderator im Morgenprogramm, das ich jeden Tag religiös verfolgt habe, gesagt hat, wir brauchen ganz dringend einen Studiotechniker. Und ich war damals gerade an der TU hier in München und habe Studiotechnik zwar angefangen zu studieren, aber war ganz am Anfang und habe mir gedacht, da gehst du hin und tust so, als ob du dich für den Job bewerben willst. Und dann kannst du ja mal die Leute kennenlernen, kannst dir die Studios anschauen, dann gehst fröhlich nach Hause und machst an deinem Studium weiter. Aber die haben mir den Job angeboten. Zu meiner ganz großen Überraschung hat sich niemand anderer gemeldet wahrscheinlich. Oder es war so, dass sie wirklich ganz dringend und sofort jemand gebraucht hätten. Mhm. Und wir kamen ins Gespräch, die merkten, ich kenne jede Sendesekunde und dann haben sie mir eine Probezeit zumindest mal in Aussicht gestellt und die habe ich natürlich sofort beim Schopf gepackt, habe mir gedacht, die 3 Monate überstehe ich schon und dann war ich wenigstens mal ein bisschen dabei, daraus wurden dann tatsächlich 5 Jahre. War das dann so als Fan auch ein bisschen desillusionierend oder war alles genauso schön aufregend, wie sich das auch vorgestellt haben? Wenn man hinter die Kulissen guckt, ist ja immer ein ganz anderer Blick plötzlich. Ja, es war eigentlich das Gegenteil. Es war so, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt bereits im Himmel angekommen und ich bin mitten im Paradies eines Radio-Freaks und es hat sich im Grunde genommen alles ganz, ganz exotisch und gleichzeitig aber auch
lebendig dargestellt für mich. Es war die wunderbarste Zeit eigentlich in meinem Leben. Wunderbarer als all die Jahrzehnte bei Bayern 3? Ja, nun war das natürlich noch aufregender, weil es noch neuer war für mich. Bayern 3 war ja nun schon wieder eine ganz andere Institution. Der AFN war in einer kleinen Villa in München-Schwabing untergebracht. Das war eine kleine Radiostation, ein kleines Amerika mitten in München. Das hatte etwas Exotisches, etwas von einem anderen Planeten. Auch die Musik, die ganze Präsentation, insgesamt das ganze Radiowesen dort war anders. Und dann kam ich eben in diese riesige Institution Bayerischer Rundfunk. Da war ich zunächst mal mehr ehrfürchtig als begeistert. Und hatte auch wiederum nicht im leisesten daran gedacht, dass die mir dann eine Sendung anbieten. Aber so ging mein ganzes Leben im Grunde, habe ich alles immer so bekommen, ohne es wirklich erwartet zu haben. Ja, das ist eine interessante. Also empfinden Sie sowas wie Glück oder meinen Sie, Sie haben das alles auch verdient? Gerade wenn so ein Satz ist ja schon eine sehr, sehr gute Aussage. Ja, dass ich es verdient habe, das habe ich oft angezweifelt, aber ich habe mich natürlich so sehr in meine Arbeit vertieft und war da so leidenschaftlich dabei, dass ich mir es dann letztendlich doch mehr oder weniger erarbeitet habe. Aber es war viel Glück dabei, vielleicht auch Fügung, sagen manche, du gehörst eben dahin und das wusste das Universum und dann hat es dafür gesorgt, dass das auch geklappt hat. Also man kann es nicht anders erklären, es fiel mir einfach vieles in den Schoß. Wie empfinden Sie denn dann die privaten Radiosender, so Formatradios, wo eben nicht ja so viel Herzblut drinsteckt, sondern wo alles ganz, ganz klar jeden Tag gleich abläuft? Können Sie sowas hören? Kriegen Sie sowas mit? Oder war das damals auch schon so teilweise? Nee, das gab es damals ja noch gar nicht. Privatradio war, als ich 1979 beim BR angefangen habe, noch nicht mal in Aussicht. Da war der PR und sonst gar nichts. Der EFN natürlich noch und vielleicht noch ein bisschen im Süden auch der ORF. Aber privates Radio war da nicht in Sicht. Und dann kamen die ja langsam aus Südtirol, sendeten die ersten privaten Radiostationen. Das war schon ganz interessant und aufregend, aber man hat eben gemerkt, da fehlt noch so ein bisschen die Professionalität, da war aber die Leidenschaft schon zu spüren. Dass es dann zum Formatradio wird, mit einer gewissen Gleichförmigkeit, das habe ich mir nicht so gewünscht, aber und ich tue mir auch schwer, das also dauerhaft anzuhören. Natürlich aus professionellen Gründen hört man da auch immer wieder rein. Aber Formatradio ist nicht unbedingt genau das, was ich mir unter einem Radio vorstelle, das mir gefällt. Aber es muss ja nicht unbedingt alles mir gefallen. Es gibt andere, die das eben mögen. Hatten Sie denn auch, sagen wir mal, das Glück, dass Sie immer das auflegen durften an Musik, was Ihnen auch gefallen hat? Oder waren Sie auch mal in Sendungen, wo Sie sich gar nicht so wiedersehen konnten? Nein, das war natürlich das ganz große Glück auch, dass ich immer völlig freie Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Bis heute kann ich in meinen Sendungen tatsächlich auch das spielen, was ich von überzeugend finde oder auch andere davon überzeugen will. Also das ist, glaube ich, noch eine Freiheit, die mittlerweile selten geworden ist. Im Fernsehen sieht man sie ganz, ganz selten nur noch. Wie oft passiert es dann, wenn Sie in anderen Gegenden Deutschlands sind, dass die Leute Sie erkennen und sagen, Mensch, was machen Sie eigentlich? Ja, das passiert mir meistens dann im Urlaub, wenn ich mit Leuten zusammen aus anderen Bundesländern zusammenkomme, dann sprechen die mich an. Die meisten erkennen mich komischerweise auch an der Stimme, auch die, die außerhalb Bayerns sind und fragen mich natürlich, ja, was machen Sie denn mittlerweile? Weil man uns ja nicht überall hören kann, aber über das Netz, über das Internet kann man natürlich auch Bayern Bayerischen Rundfunk hören. Insofern ist da schon immer noch so eine Anbindung da. Aber letztendlich, klar, Fernsehen habe ich 25 Jahre lang gemacht. Mein Gesicht ist dann schon noch den meisten einer ganz bestimmten Generation vertraut, aber die Jüngeren, die außerhalb Bayerns leben, die erkennen mich natürlich nicht mehr. War Ihnen das denn damals recht, zum Fernsehen zu geraten? Dadurch mussten Sie ja, denke ich mal, auch automatisch weniger Radioleidenschaft ausleben. Oder haben Sie das immer parallel machen können? Das konnte ich immer parallel machen, aber Fernsehen ist eine ganz andere Welt. Beim Fernsehen ist man auf sehr viele Zuarbeiter und Unterstützer angewiesen. Man ist nicht mehr Herr der eigenen Gestaltung sozusagen, denn da ist ein Regisseur, da ist ein lichtsetzender Kameramann und so weiter und so weiter.
Da ist man eigentlich nur ein Rädchen im ganzen Getriebe, allerdings das Rädchen, das man natürlich sieht und an dem eigentlich auch alles dann festgemacht wird, Erfolg wie auch Misserfolg. Insofern ist Fernsehen hat ganz andere Rahmenbedingungen. Aber so richtig nach dem Fernsehen gestrebt hatte ich nie. Ich wollte immer Radiomann bleiben. Aber als man mir dann eine Sendung angeboten hat, die mir von Anfang an gleich gefallen hat und von der ich auch überzeugt war, dass die beim Publikum gut ankam, dachte ich mir, versuch es mal. Außerdem war die Gage ungefähr 10-mal so hoch wie beim Radio und es ist auch ein überzeugendes Argument gewesen. Ja, Dings, da haben sie 10 Jahre lang gemacht. Ich nehme an, auf das werden sie auch immer noch angesprochen. Versteckte Kamera womöglich auch, aber Dings, da ist, denke ich, den Ja. meisten im Kopf geblieben. Haben sie das auch im ersten Jahr schon gedacht, dass das auch so eine Kultsendung wird? Es gab später bei Kabel 1 nochmal ein Remake, das hat sie nicht so durchgesetzt, aber das lief ja 10 Jahre. Ja. Naja, das war sehr schnell zu spüren, weil ich es einfach auf der Straße im Alltag gemerkt habe, dass das offenbar ganz, ganz viele Leute anschauen und sehr schätzen, weil die mich darauf angesprochen haben. In jedes Geschäft, in das ich plötzlich gegangen bin, wurde ich auf die Sendung angesprochen. Also das war schon ein wirklicher Übernachterfolg sozusagen, den ich also so nicht erwartet hatte. Andererseits war das ja den Kindern geschuldet, die das gestaltet haben. Ja. Ich war ja nur der Vermittler und der Überbringer sozusagen und habe zwischen Zuschauer und Kindern meine Moderationen gemacht. Aber das gesamte, der Inhalt der Sendung war einfach unschlagbar. So wie halt Kinderscham immer noch überzeugend ist, so war das eben auch in der Sendung. Die Leute fanden sich selber teilweise wiedererkannt, auch oder fanden, ihre eigene Kindheit tauchte vor ihren Augen auf. Also es war schon es war ein Novum, und lief dann schon sehr schnell nach kürzester Zeit sehr erfolgreich und das habe ich natürlich dann schon gespürt. Hatte sich das nach 10 Jahren dann ausgelaufen oder war auch für Sie das dann an der Zeit, was Neues zu machen? Woran ist das dann letztendlich ja, zu Ende gegangen? Naja, ich wollte dann schon noch parallel zu Dings dann noch was anderes machen. Man hat mir dann auch ein paar Sendeformate angeboten, die allerdings bereits in Händen anderer Moderatoren waren. Und jemand anderen zu verdrängen aus seinem Format, das war irgendwie nicht so meine Sache. Aber dann hat mir eben das ZDF etwas angeboten mit der versteckten Kamera, voll erwischt, hieß es ja, glaube ich, am Anfang oder ja, Ja, sowas, richtig. ja. Ja, und da sah ich eine echte Alternative, eine andere Option und die habe ich dann auch sofort irgendwie als erfolgversprechend erkannt, glaube ich. So kann ich das ruhig sagen, denn das war auch so das war eine andere versteckte Kamera als die es bisher gab. Und da war ich dann auch sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, gut, dann wechsle ich, würde aber Dings da parallel weitermachen. Aber das wollte dann das bayerische Fernsehen nicht, dass ich dann beim Konkurrenzsender in Anführungszeichen ZDF bin und gleichzeitig noch in der ARD. Das war damals noch, da gab es Berührungsängste und dann musste ich mich entscheiden und habe mich dann für einen Wechsel entschieden, weil dann war irgendwann nach 10 Jahren auch das Format schon, sage ich mal, ein bisschen abgenutzt und irgendwann wiederholt sich es natürlich dann auch nach so langer Zeit. Es war einfach Zeit für einen Wechsel, aber der war jetzt nicht ganz so geplant von mir. Ja, und ging auch gar nicht so lange. Sie sind dann relativ schnell dann auch zu Sat.1 übergesprungen mit Fred Kogel. Der hat dann in den 90er, Mitte der 90er wirklich ein ganz neues Sat.1 aufgebaut. Thomas Gottschalk war auch plötzlich da, viele andere. Sie haben XXO Fritz und Co. gemacht, so eine kleine Game-Show und auch dann vor sich Kamera als das Original fortgeführt. Wie hat Ihnen diese ganze Veränderung gefallen? Waren das Sendungen, die Sie auch alle gut fanden? Nein, die fand ich nicht alle gut. Beim Kommerzfernsehen sind ganz andere Maßstäbe angelegt. Da geht es darum, Sendezeiten zu verkaufen. Da kann man Richtig. nicht immer auf Qualität achten. Da muss man schauen, dass man möglichst seine Zielgruppen erreicht. Da spielen auch wieder ganz andere Geschäftsideen natürlich eine Rolle bei der Gestaltung des Programms. Aber es war eine große Chance, einen Sender, vielleicht auch die letzte Chance dieser Art, einen Sender, der bereits bestand, so umzugestalten und an dieser Gestaltung auch mitzuarbeiten,
dass es eine sehr reizvolle Aufgabe war. Natürlich half dabei auch sehr, dass Thomas Gottschalk mit dabei war, Harald Schmidt und Kai Pflaume. Genau. Wir waren so der ersten Stunde sozusagen. Und dass Fred Kogel, der uns alle ja sehr vertraut war, schon vom Bayerischen Rundfunk, Radio, wie auch vom ZDF, dass der uns da letztendlich genau wusste, wo er uns hinstecken muss, um das Ganze erfolgreich zu machen. Das hat nicht an allen Facetten funktioniert, ist ja auch liegt in der Natur der Sache. Wir haben vieles ausprobieren müssen. Wir mussten ja erst ein neues Publikum auch letztendlich gewinnen für Sat.1, weil der Sender ja vorher kein Familienfernsehen angeboten hat. Und deswegen war das schon eine spannende, aber auch holprige Zeit. Und ich möchte sie nicht missen. Es war, die versteckte Kamera ist auch dort wieder sehr gut gelaufen. Dann gab es, also es gab, sie haben eine Sendung genannt, XXO Fritz und Co., die war ziemlich daneben, da habe ich mich auch sehr durchgequält, aber Warum? man Wenn ich musste das natürlich, ja, weil ich glaubte, damals war es, die Zeit war noch nicht reif, Comedy mit Wissensquiz zu verbinden. Das waren die Leute in Deutschland noch nicht gewöhnt. Die Sendung ist in Amerika unter dem Namen Hollywood Squares ja schon seit Jahrzehnten gut gelaufen und deshalb glaubte man, könne man das Format auch sofort auf ein deutsches Publikum umsetzen. Aber so ging das nicht. Die Deutschen wollten, wenn sie Quiz machen, wollen sie ihr Wissen testen, wollen sie mit einer gewissen Ernsthaftigkeit der Sendung folgen. Und da wurde das vermischt und das war für viele nicht erkennbar oder unerträglich. Und für mich war es schwierig, in dieser Konstellation dann auch entsprechend dann auch das Ruder rumzureißen. Ja, vor allen Dingen standen Sie da im doppelten Sinne ja mit Ihrem Namen auch noch für die Sendung, ne? Ja, aber nach so langer Zeit im Fernsehen konnte ich so etwas wagen. Ich hatte auch einen guten Vertrauensvorschuss und Popularitätsvorschuss durch die Das Sachen, die stimmt, ich ja. früher gemacht habe. Da kann man sich dann schon auch mal so einen Versuch, einen Ausrutscher mal leisten. Und ich war ja auch nicht der Meinung, ich bin im Besitz der vollendeten Weisheit im Fernsehen und alle haben versucht, mich zu überzeugen, dass das schon noch kommt und der Erfolg wird schon noch funktionieren. Aber dann haben wir nach einem Jahr doch festgestellt, dass ich letztendlich recht behielt. Ja, das war auch so die Zeit der Game-Shows sowieso in den 90ern. Das war halt dann ein weiterer Ja. Versuch. Wobei, vor sich Kamera habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Ich fand auch das Studio schön. Da gab es überall diese Bilder von den bisherigen Opfern. Was waren Ja. da so Ihre Lieblingsstreiche? Und eine ganz klassische Interviewfrage: Gab es da auch mal Ärger oder Filme, die im Nachgang nicht gezeigt wurden, weil die Prominenten das eben nicht so gut fanden? Ganz selten. Es gab schon mal einen Streit mit Uschi Glas zum Beispiel, die sich da reingelegt fühlte. Das war aber auch so eine Ad-hoc-Aktion, weil ein Gag mit Franz Beckenbauer nicht funktioniert hat. Also musste man sofort ein Ersatzopfer in Ah ja. Anführungszeichen finden. Da war das dann nicht mehr gut vorbereitet und das hat, also ist schiefgelaufen, konnte man auch nicht senden. Aber das waren so Einzelfälle. Es war dann allerdings im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden, noch Prominente in so seltsame Situationen zu bringen, weil die einfach schon sensibilisiert waren. Die wussten, vielleicht bin ich irgendwann mal dran. Manche hofften sogar, denn sie haben mich angesprochen, teilweise auch bei Veranstaltungen, warum werde ich nie reingelegt? Ja. Also da war dann schon teilweise eine Vorahnung da und die hat dann natürlich keine so, ich sage jetzt mal, unbehelligte Reaktion hervorgerufen. Und das war wichtig bei der Sendung, denn mir war auch wichtig, dass das Publikum merkt, wir geben uns da Mühe, dass die wirklich auf uns auf den Leim gehen und nicht mitspielen. Und in dem Moment, wo die Prominenten mitspielen, merkt man ihnen das an. Ihre unbeschwerte Art ist dann in dieser Situation nicht mehr vorhanden, weil sie ja schon ahnen, sie werden gefilmt. Und damit ist letztendlich auch die unbeschwerte Fröhlichkeit, die da entstehen könnte und sollte, nicht mehr vorhanden. Und dann habe ich gesagt, also jetzt glaube ich, ist das Format ausgelutscht und habe dann aufgehört. Wurden Sie selbst auch mal reingelegt? Sei es vielleicht durch Thomas Orner damals, der das Format übernommen hat beim ZDF, oder Frank Elstner, weil Verstehen Sie Spaß? Ja, versucht wurde es ein paar Mal, aber das war schwierig, weil ich wusste natürlich genau, wo ich hinschauen muss, um festzustellen, ob die Situation jetzt
versteckte Kamera ist oder Realität. Manchmal vermischt sich das ja auch im Leben. Ja. Insofern war das schwierig bei mir. Also ich habe allen auch abgeraten, es zu versuchen. Das ist rausgeschmissenes Geld, weil dann hätte ich mitspielen müssen und ich bin erstens kein Schauspieler und zweitens wäre das meiner Meinung nach auch in Bezug am Publikum und da habe ich nicht mitgespielt. Da hatten Sie noch die witzigsten Werbespots der Welt gemacht. Ganz lange, also hätte ich gar nicht gedacht, dass in der Recherche jetzt habe ich gesehen, 1996 bis 2003 haben Sie Spots angesagt und auch ein bisschen kommentiert, teilweise vor Publikum. Wurde Ja. das nicht wahnsinnig schnell langweilig? Also gerade für Sie, der eigentlich Ja. so viel mehr kann? Ja, das war dann irgendwann langweilig, weil Werbung natürlich sehr viel mehr hergibt. Man könnte da unglaublich vieles draus machen. Das sind ja unglaublich teure und sehr kreative Produktionen, die da in einem 30-Sekunden-Spot alle untergebracht sind. Da könnte man wirklich sehr viel Unterhaltendes, aber auch Informatives draus machen. Das war aber für Sat.1 nicht die Formel. Die wollten möglichst ein zeitloses Programm daraus machen, das man möglichst oft wiederholen kann. Dabei hätte es sicher Spaß gemacht, den einen oder anderen Schauspieler mal zu interviewen, wie er die Szene denn so hingekriegt hat und wie das so Stimmt. gelaufen ist, wie so ein Werbespot entsteht. Da ist sehr viel Interessantes drin. Aber das war für Sat.1 dann zu aufwendig einerseits und andererseits wollten die einfach so eine Art Repertoireprogramm haben, das nach 2 Jahren auch wieder wiederholt werden kann, ohne, man durfte ja auch in der Moderation keine Zeitbezüge machen und so Ach weiter. Man so. war, ich war da sehr eingeschränkt, ne? Sonst wäre, wenn ich Zeitbezüge gemacht hätte und gesagt, das ist dieses Jahr der beste und erfolgreichste Spot in Schweden, dann hätte das 2 Jahre später ja nicht mehr gestimmt. Insofern musste ich mich also auf eine relativ oberflächliche Moderation beschränken und es war in der Tat jetzt nicht so eine große Herausforderung, hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, aber als wir dann aus dem Studio rausgegangen sind, ich meinte eben, dass man die Moderation vor einem anderen Hintergrund filmen muss, der ein bisschen mehr den aufwendigen Werbespots entspricht, dann hat es wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil wir dann überall in der Welt waren, in New York, auf dem Times Square, in Dubai, vor einem Hochhaus und so weiter. Das war dann schon wieder aufregender, interessanter und spannender, aber dafür natürlich auch sehr viel aufwendiger und zeitfressender. Ich hatte jetzt bei YouTube ein paar Clips davon gesehen. Ich wusste nicht mehr, dass das wirklich auch Publikum hatte. War das denn fürs Publikum, wie sagen Sie sich nett formulieren, nicht eine besondere Herausforderung, so eine Sendung zu sehen, wo nur Filme gezeigt werden? Also, die kommen da ja eigentlich nur wegen Ihnen, oder? Ja, natürlich war das teilweise fürs Publikum, ja, sage ich mal, ziemlich langweilig, weil es wurde ja nicht wirklich etwas geboten, außer meiner Moderation. Und die war jetzt nun auch nicht gerade das, wofür man unbedingt in ein Studio gehen müsste. Also, das war, aber das Publikum wurde ja eingekauft, so wie das heute überall eigentlich üblich ist, dass das Publikum engagiert wird. Die kriegen ja Geld mittlerweile, dass sie in ein Studio gehen und zur richtigen Zeit und zum richtigen Moment applaudieren. Das hat sich alles mittlerweile so automatisiert und ist einfach auch komplett strukturiert. Da ist nichts mehr Spontanes. Das ist alles zum 100. Mal geprobt und geplant. Also das war dann in der Folge, also das war ja dann zum Schluss nicht bei mir, weil da habe ich gesagt, Publikum hat da wirklich nichts davon. Lass uns rausgehen und dann war das auch viel, viel interessanter noch anzuschauen. Aber mit Publikum, Sie haben recht, und dann auch die Bühnendekoration, die war aus irgendwelchen Sperrplatten, die dann gewackelt haben, wenn ich über die Bühne gegangen bin. Also es sah billig aus im Vergleich zu den aufwendigen Werbespots. Ja. Und diese Diskrepanz wollte ich eben aufheben, indem wir in die Realität rausgehen. Wenn Sie jetzt heute in Fernsehshows zu Gast sind, ab und zu sieht man Sie ja. Sie waren letztes Jahr bei Wer weiß denn sowas, hatte ich gesehen. Und bei Markus Lanz waren Sie auch vor ein paar Jahren wegen Ihrem Buch. Ist das Ja, richtig. immer noch so? Können Sie sich vorstellen, heute noch eine Sendung zu moderieren? Oder hat sich das so weit entfremdet von Ihrem Dasein, dass Sie sagen, das ist nicht mehr meine Welt, wenn ich wirklich nur der reine Präsentator bin und nicht mal ansatzweise Redakteur der Sendung? Ja, es stimmt, ins Fernsehen zieht es mich nicht, außer ich kann mein Lieblingsthema Musik und Musikgeschichte so ein bisschen als Chronist auch vielleicht begleiten. Das würde mich reizen, das haben wir auch versucht beim Bayerischen Fernsehen mit Now and Then. Aber sowas ist doch schon ein spezielles, sehr spezielles Programm, nicht ganz so billig natürlich auch und deshalb ist es auch nach, ich glaube, 5 Folgen zunächst mal auf Eis gelegt worden.
weil die einfach nicht wissen, wo sie es wirklich unterbringen können im Programm, weil es ist ein Bruch letztendlich im Audience Flow. Und das war dann Ende vergangenen Jahres irgendwann mal so weit, dass das zunächst mal jetzt nicht mehr weiter produziert wird. Und ob das nochmal jemals weitergeht, weiß ich nicht. Wir sind in Gesprächen mit Arte und anderen Sendern noch. Aber ja, also wie Sie sagen, einen Präsentator zu mimen, ist jetzt nicht mehr mein Ding. Sie haben im Interview mit der Zeit vor einigen Jahren gesagt, erst als ich vom Fernsehen weg war, bin ich zur Ruhe gekommen. Dann geht da noch das weiter, dass dann auch der Wunsch nach Kindern kam und sie sich dann ein bisschen mehr aufs Wesentliche konzentrieren konnten. War also auch das Ende bei Sat.1 2003 für Sie ganz klar gewählt von sich, dass Sie sagen, okay, jetzt reicht es, geht ein neuer Abschnitt für mich los, in dem ich mehr Zeit habe fürs Radio, aber eben auch für mein Privatleben. So geplant war es eigentlich mit 50, wollte ich eigentlich den Schlussstrich ziehen. Es ist dann, hat die 8 Jahre, glaube ich, länger dann gedauert noch, weil man kann vieles planen, aber es kommt dann doch ganz anders. Und dann war es auch gut so. Also das fiel mir auch nicht schwer. Das Fernsehen habe ich eigentlich keinen Tag wirklich vermisst. Das ist ganz anders bei Radio. Davon sich zu lösen, das fällt mir sehr viel schwerer. Muss natürlich auch irgendwann in absehbarer Zeit mal sein, denn irgendwann bin ich 70 und dann muss man zurückschrauben. Dann hat man auch vielleicht nicht mehr so die Überzeugung, das richtig gut rüberzubringen. Ich weiß es nicht. Man muss es abwarten. Aber das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, es ist Zeit aufzuhören und ich bin immer noch da. Also, da sieht man, da hängt einfach mein Herz dran und da ist es anders als beim Fernsehen. Aber Fernsehen hat sich ja auch so verändert, dass ich jetzt da auch nicht das Gefühl habe, da muss ich unbedingt hin. Und wenn es etwas ist, wie gesagt, wo ich meine eigenen Interessen und meine Leidenschaften präsentieren bzw. kommentieren kann, dann bin ich da immer noch offen dafür, aber alles andere suche ich jetzt nicht mehr. Sieht das die Branche, die das noch bearbeitet, das Fernsehen, auch so? Also konnten Sie zum Beispiel dabei, wer weiß denn sowas, mit Kai Pflaume auch über solche Themen reden, über diese ganzen Veränderungen? Oder sind die Menschen, die das aktuell betreiben, noch so da drin, dass dieser Blick da fehlt? Ja, mir scheint, die sind in einem Art Hamsterrad. Die produzieren zwei, manchmal drei, vier Sendungen am Tag. So wie es bei mir ja auch bei XXO war. Wir haben 5 Sendungen, 5 Folgen pro Tag produziert. Da wird man schon etwas müde und es dreht sich immer um das Gleiche. Also ich glaube nicht, dass die noch den freien Blick so haben können und auch entwickeln können, wie es sein sollte, um auch ein bisschen variabler zu werden wieder. Die spulen das halt ab, wie es geprobt wird, und das ist alles eine Maschinerie. Die haben da, glaube ich, jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Freiraum, um da noch sich Gedanken zu machen. Und jeder hat heutzutage ohnehin ein bisschen so glaube ich, das Gefühl, lass es uns noch machen, noch mitnehmen, aber lange dauert sowieso nicht mehr, bis sich die Dinge ganz ändern. Und ja, das ist so mein Eindruck, meine Wahrnehmung. Ob das so ganz stimmt, weiß ich jetzt nicht. Sind Sie denn als Konsument auch eher vom Fernsehschauen zum Internet übergegangen oder wie erleben Sie solche Medien? Ja, natürlich schaue ich auch sehr viel über Internet an. Es ist bequemer und man glaubt ja gar nicht, was man da alles findet. Ich habe mich selber nur selten gegoogelt, aber andere haben es getan und haben mir dann Sachen von mir gezeigt im Internet, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich das war. Weil es ist irgendwie über YouTube, kriegt man doch immer wieder, wer das reinstellt, weiß ich nicht. Aber ich bin auch ein starker Internetnutzer natürlich geworden. Fernsehen gucke ich eigentlich nur noch Talkshows, weil mich da noch immer halt die Inhalte halt manchmal interessieren und auch die Standpunkte der Leute, die da sind. Aber ansonsten Shows oder Game-Shows schaue ich mir eigentlich im Fernsehen überhaupt nicht an. Sie haben auch selbst eine ganz tolle Homepage, die auch so ein bisschen Ihr Leben darstellt. Da gibt es auch ein paar Videoclips aus Meilensteinen Ihrer Karriere. Man kann wirklich gut nachvollziehen, was für ein Werk Sie eigentlich so geschaffen haben. Sie müssen auch sehr, sehr viele berühmte, weltberühmte Musiker getroffen haben. Gibt es da so ein paar Begegnungen, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen? Also Madonna hatten Sie bei Markus Lanz drüber erzählt. Ja, gibt es da so ein paar Highlights noch?
Naja, also ich habe ungefähr, sage ich mal, 400 Interviews gemacht mit also 400 verschiedenen Musiker und Musikerinnen. Da gab es natürlich einige Highlights, wie zum Beispiel Robert Plant von Led Zeppelin oder Stevie Wonder, Rod Stewart, Mick Jagger, so Also die Leute, ganz die halt Großen auch alle. etwas, ja, die etwas wirklich verändert haben in der Musikgeschichte, James Brown, und solche Leute, die Pioniere auch waren, Chuck Berry, Bo Diddley, also die Architekten des Rock'n'Roll. Das hat mir schon sehr gut getan und jetzt im Nachhinein zehre ich davon auch noch für meine Sendungen, denn ich habe bestimmt 80% dieser Interviews auch archiviert und habe auch die Rechte dran. Kann sie also heute noch nutzen, denn in jedem Interview kommt man auf Themen, die zeitlos sind und die man dann eigentlich immer wieder mal hören kann. Und das ist ja auch für die Hörer ganz interessant, mal die Sprechstimme von Phil Collins beispielsweise zu hören oder von irgendwelchen Sängerinnen, Stimmt, ja. die man ansonsten ja nur als Sängerinnen kennt. Da ist es ja Whitney Houston oder so. Hört man in Deutschland ja kaum mal sprechen. Und das mache ich jetzt und das ist auch das, was die Hörer, glaube ich, einigermaßen schätzen. Ja, spannend. Das ist natürlich auch schön, dass man auch solche Sachen. Haben Sie sowas alles auch noch? Haben Sie bei sich ein Archiv von den ganzen Sendungen oder liegt das irgendwo beim Bayerischen Rundfunk, wenn überhaupt noch? Nein, das liegt bei mir zu Hause in einem Archiv, in dem ich meistens alles noch finde, was ich habe, weil ich habe es alphabetisch dann geordnet, die Interviews. Und auch die Links hergestellt, habe vieles aber auch mittlerweile digitalisiert. Ich kann also sehr schnell reagieren, auch als zum Beispiel Lou Reed gestorben ist, habe ich noch gleich in derselben Stunde hier für Bayern 3 und Bayern 1 einen Beitrag schneidern können. Das gleiche als Prince gestorben ist, der übrigens auch zu diesen interessantesten Begegnungen gehört, konnte ich auch sofort eine Sendung aus dem Ärmel schütteln, weil ich eben aufgrund digitaler Ressourcen da sehr schnell reagieren kann. Ja, also wenn Sie da sagen, Sie würden heute alles genauso wieder machen, oder haben Sie außer XXO noch mehrere Sachen, wo Sie sagen, das hätte ich besser nicht angefangen? Ah ja, dem anderen habe ich verdrängt. Und das waren auch nur so Einzelsünden. Bei XXO war es eine Sünde in Serie sozusagen. Aber ich wurde auch wirklich großzügig entlohnt dafür und die haben mir mal gesagt, sehe es als Schmerzensgeld und dann geht schon. Also, man muss im Leben auch gewisse Kröten schlucken, um weiterzukommen und sich sozusagen fürs Alter ein Polster zu schaffen. Ich hatte Ihnen vorher schon gesagt, viele unserer Hörer haben sich ein Interview mit Ihnen gewünscht. Ich habe heute Morgen noch bei Facebook geschrieben, dass wir Sie heute interviewen. Ein paar Fragen sind da noch reingegangen. Einer, Marc Jansen, hat gefragt, warum die Zusammenarbeit mit Sat.1 nicht geklappt hat. Ist das in Ihrer Wahrnehmung auch so oder wirkt das nur auf Leute so, die sehen, okay, 2003 hat er den Sender verlassen. Ein Markus Maas hat noch geschrieben, Sat.1 hat ihn mit der Begründung vor die Tür gesetzt, er wäre nicht witzig genug. Ist das Ja, so? ja. Ja, das war damals nicht. Das war so damals die Schlagzeile. Und zwar war das letztendlich, haben die gedacht, sie könnten die Sendung oder die Serie Die witzigsten Werbespots der Welt retten, indem sie einen Comedian als Moderator nehmen, der dann noch einen Witz draufsetzt. Das ist natürlich noch mehr in die Hose gegangen, als meine letztendlich witzlose Moderation, weil du kannst solche Werbespots mit so tiefgehenden und unglaublich fantastischen kreativen Inhalten nicht mit einem Comedian toppen. Das ist der arme Kerl stand dann in Konkurrenz mit diesen millionenschweren Spots und ist natürlich auch auf die Nase gefallen damit. Und ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir sind im einvernehmlichen und in gegenseitigem Respekt auseinandergegangen, wer dann sowas kolportiert. Es liest sich halt besser, Fritz Egner fliegt bei Sat.1 raus, als der Mann hat sich von Sat.1 getrennt. Das ist uninteressant. Also, Stimmt, ja. da hat man natürlich schon auch den Sensationsbedürfnis
gierigen Presse was an die Hand gegeben. Und Sat.1 hat da ja, war ja dann nun plötzlich in einer ganz neuen Führung. Da waren ja nicht mehr die alten Weggefährten, mit denen ich angefangen habe, dabei, sondern die waren viel mehr unter Druck und mussten unbedingt den Sender immer wieder ins Gespräch bringen. Und da war natürlich jedes Mittel recht. Aber das verzeihe ich im Nachhinein natürlich auch und habe es damals auch nicht ernst genommen. Haben Sie heute noch Kontakt zu solchen Weggefährten? Also haben Sie zum Beispiel... Ja, zu Fred Kogel. Ja, tatsächlich. Ja, Fred Kogel habe ich noch sehr guten Kontakt, auch natürlich zu Thomas Gottschalk. Und die anderen sind allerdings alle irgendwo in alle Winde zerstreut mittlerweile. Viele sind bei Konstantin Media oder bei Konstantin Fernsehen gelandet. Uli Brock zum Beispiel, der damals für das Programm zuständig war, für der Chefregisseur sozusagen bei Sat.1 war. Aber ansonsten, das ist so in diesem Gewerbe, man sieht sich vielleicht danach noch 2-3 Mal bei irgendwelchen Gelegenheiten und dann zerstreut sich das in alle Richtungen. Kriegen Sie viel Fanpost noch heute von Leuten wie mir, die sagen, oh mein Gott, ich kenne Sie mein ganzes Leben? Also ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass Sie dem Interview hier zugestimmt haben. Wir machen so viele Interviews, aber jemand wie Fritz Egner ist für mich noch ein richtiger Name. Kriegen Sie oft ehrfürchtige Post so von Leuten von damals? Ja, kommt schon noch gelegentlich. Also es ist nicht mehr so häufig wie früher. Und das meiste kommt ja per E-Mail mittlerweile. Also nicht mehr per Post. Und da komme ich ehrlich gesagt jetzt nicht nach, hier die E-Mail zu lesen, weil da fehlt mir einfach die Zeit dafür. Und ich weiß auch nicht, was ich den Leuten antworten soll. Ich freue mich ja, dass sie noch immer Anteil haben an dem, was ich mache. Aber es ist nicht so, dass ich davon also jetzt mir sozusagen den Abend verschöne, indem ich meine Lobhudeleien oder so. Es gibt auch Kritik. Ich meine, man kann, wenn man eine Musiksendung macht, natürlich nicht nur allen gefallen. Aber das war immer auch mein Anspruch, dass ich polarisieren wollte mit der Musik, weil das macht die Musik ja auch spannend. Einer, der Pink Floyd liebt, der steht wahrscheinlich nicht auf Stevie Wonder oder umgekehrt. Aber genau das ist ja das Spannende an der Musik, dass man unterschiedliche Geschmäcker und auch Emotionen bei den Menschen damit erreicht und bewegen kann. Und da kriege ich immer wieder eine sehr positive Rückmeldung, dass es mir doch gelingt, eine gewisse Massentauglichkeit auch durch die interessanten Geschichten, die ich mit den Musikstücken dann verbinde, herzustellen. Und das unterscheidet Sie natürlich von vielen, die jetzt neu anfangen und irgendwelche Platten auflegen, dass sie eben dieses ganze Wissen nicht haben können, aber auch keine persönlichen Erlebnisse dazu tun können. Wer will, kann sie jetzt bei Bayern 1 hören, nicht mehr bei Bayern 3. Das musste ich sagen, war mir jetzt neu, das habe ich erst heute gelesen. Warum? Können Sie da jetzt die Musik machen, Bayern, die Sie wollen? Oder? Die Bayern 3 hat sich musste sich einfach neu aufstellen, was die Hörerschicht anbelangt. Die mussten jünger werden, in Anführungszeichen, und da kann ich dann irgendwann in dem Umfeld jetzt nicht mehr so wirken, beziehungsweise wirke da eher kontraproduktiv, wenn ich anfange, meine Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen, das Zielpublikum gar nicht mehr kennt. Bei Bayern 1, das ist genau die Generation, die mit mir im Grunde über Bayern 3 groß und älter geworden ist. Und ach so. die kann das noch sehr gut würdigen und fühlt sich jetzt da auch wieder zu Hause, weil sie sich ja letztendlich jetzt auch wieder begleitet fühlen durch die Musik, die sie in ihrer Jugend gehört haben. Aber ich kann zwischen, ich weiß jetzt, mir fehlt jetzt kein David Guetta und so weiter nicht mehr plötzlich anfangen, meine Geschichten über Rod Stewart zu erzählen. Das passt nicht mehr zusammen. Und so war das eine sehr glückliche Wendung, indem ich dann bei Bayern 1 das richtige Umfeld auch wieder gefunden habe bin hier auch sehr, sehr herzlich willkommen geheißen worden. Ja, also sind Sie jetzt auch da, wo Sie auch hingehören sozusagen. Wo? Ja, da wo ich jetzt hingehöre, da passe ich gut hin. Wann sind Sie denn immer auf Sendung? Also für alle Leute, die jetzt nicht aus Bayern kommen, die das nicht wissen, wie oft kann man man kann es ja alles übers Internet streamen, es gibt Webradio von Bayern 1, wann muss man da einschalten? Ja. Freitagabend ab 20 Uhr bis 23 Uhr, 3 Stunden kann ich mich da austoben und da würde ich mich freuen, wenn viele übers Internet mal zuhören und mir dann Rückmeldung geben. Ja,
Da gehe ich von aus. Eine Rückmeldung habe ich noch für Sie zum Abschluss. Der Christian Oberfuchshuber, der hat bei Ihnen das Warm-up gemacht, bei den witzigsten Werbespots und auch bei Versteckte Kamera. Der hat noch geschrieben, bitte bestell viele Grüße von mir. Also auch unter alten Kollegen sind Sie immer noch, noch ein Thema. Ja, ich habe immer eigentlich eine gute gutes Verhältnis gehabt zu allen Mitarbeitern, weil mir war jeder wichtig und der hat das Warming-up gemacht, oder? Genau. Ja, genau, das Warm-up war ja wichtig, um das Publikum auch entsprechend im Studio wieder einzustimmen auf etwas, was sie vielleicht gar nicht erwartet haben, und das hat er glänzend gemacht, und das ist ja sozusagen das Bett wurde vorbereitet und ich konnte mich dann beruhigt reinlegen und meine Moderation machen. Genau. Grüßen Sie ganz herzlich zurück. Das macht er auch heute übrigens immer noch, also er ist da der Warm-Upper Nummer 1 immer noch dabei. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Herr Egner, für 40 Minuten, die sich hier für uns genommen haben. Und ich freue mich darauf, da jetzt mal reinzuhören bei Ihnen. Vielen, vielen Dank. Ja. Alles Gute für Sie. Wünsche Ihnen auch. Alles Gute. Ja, das war Fritz Egner hier bei mir am Sprechplanet-Telefon. Ein sehr sympathischer Gesprächspartner. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die das gehört haben, für die Aufmerksamkeit. Das war der Sprechplanet heute am 1.7.2017. Und die erste Hälfte des Jahres ist bereits rum. Was fällt auf? Wir haben deutlich weniger Sprechplanet-Folgen bisher gemacht wie normalerweise. Liegt an zwei Dingen. Erstmal habe ich wirklich, wirklich, wirklich viel, viel weniger Zeit im Moment für dieses Projekt als sonst. Und zum großen Teil kommt noch hinzu, dass ich nur noch Leute interviewen möchte, die mich auch wirklich interessieren. Und diese Mischung führt dazu, dass im Moment weniger Folgen rauskommen als normalerweise. Umso mehr freue ich mich über Vorschläge an info@sprechplanet.de. Vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.